Moin Werder-Fans, herzlich willkommen zum Darts-Interview mit mir, Marco Fried. Ja, okay, dann fangen wir halt einfach mal an, oder? Und schauen mal, was passiert. Jetzt gehe ich auf die 5. Was sind deine Vorsätze für 2024? Ich glaube, da ist auch keiner, dass das nicht gescriptet ist. Warum? Weiß nicht, das passt so schön ins neue Jahr, weißt du? Ja, das ist tatsächlich wahr. Ich würde sagen, ich habe einige sportlich natürlich da weiterzumachen, wo wir einmal als gesamte Mannschaft aufgehört haben in den letzten Spielen. Deutlich an unserer Auswärtsschwäche arbeiten, da auf jeden Fall mehr Punkte holen. Und eine richtig erfolgreiche Rückrunde spielen. Privat, ja, wird sich ja einiges in meinem Leben verändern. Deshalb, darauf freue ich mich auch sehr. Wird eine spannende Zeit. Und ja, einfach gesund sein, dass meine Liebsten um mich herum, meine Familie, meine Freunde, ja, alle gesund bleiben und wir ein erfolgreiches Jahr 2024 haben. Der Klassiker, den andere Menschen so haben mit, ich möchte mehr Sport machen, ist natürlich eher schwierig. Das bei erübrigt sich. Ja. Die 14. Verbindest du etwas Besonderes mit deiner Rückennummer? Nee, eigentlich wirklich gar nicht. Ich hatte ganz am Anfang die 34, wurde mir zugeteilt. Ich wollte daraufhin dann auch hier in Bremen die 34 haben. Das Problem ist, dass du... Ich bin im Winter gekommen, du kannst im Winter nicht die Nummern ändern. Und es hatte damals Manu, glaube ich, die Nummer. Deshalb habe ich die naheliegendste Nummer genommen, die war die 32 und die frei war, weil die naheliegendste ist 33 oder 35. Deshalb habe ich die 32 genommen und seitdem ein neues Kapitel mit Werder. Deshalb bleibe ich oder bin ich bei der Nummer geblieben. 9. Welches war letztes Jahr dein bestes Weihnachtsgeschenk? Also es ist ja letztes Jahr, das war ja gerade. Deshalb kannst du dich noch dran erinnern, sagst du? Es ist erst 7 Tage oder 8 Tage her. Ich habe viele schöne Kleinigkeiten bekommen. Speziell, wo ich mich sehr darauf gefreut habe, ist die Hogwarts. Ich war in London und wollte unbedingt Harry Potter schauen gehen in den Studios. War daraufhin ausverkauft und meine Eltern haben zusammen mit meiner Agentur hinbekommen, dass ich dorthin gehen kann und das war sicherlich das Coolste. Du bist also großer Harry Potter Fan? Ja. Hast du die Bücher auch gelesen oder die mit dem Film? Oder? Filme und so, ja, habe ich alles. Hast du einen Lieblingsteil? Ja, ich finde den eigentlich, Gefangener von Azkaban ist gut, ist der dritte, glaube ich, ist der dritte. Aber generell vom ersten bis zum letzten finde ich es wirklich hervorragend. Die 1. Mit welchen Teamkollegen hast du privat am meisten Kontakt? Ja, es gibt einige. Ich will jetzt auf die Schnelle würde ich sagen, Duxi und Rappo, Zetti und Mitch. Das sind eigentlich die. Nick ist auch noch dabei. Also am meisten gehe ich essen mit dem Rappo, mit dem Zetti und mit Nick. Aber sonst halt auch viel mit Mitch. Ja. Das ist die 12. Bei der 12 haben wir... Welche TV-Serie würdest du gerne leben? Ja, das ist, wie gesagt, keine Serie, es sind Filmreihen, ich habe es gerade angesprochen. Hogwarts würde ich sehr gerne, wenn es das in echt geben würde, wäre sehr cool. Und das würde ich sehr gerne in Hogwarts leben. Als Zauberschüler dann? Oder wie würdest genau du deine so Rolle sehen als Lehrer? Nein, Schüler, volles Programm, von ganz klein bis ich gegen Lordi Voldemort kämpfen kann. Hast du einen Lieblingscharakter, so bei Harry Potter? Ja, es gibt, wie gesagt, Dumbledore, Snape, auch Hagrid, Rubius. Die dann als Schüler würde ich sagen, Ron ist cool, Harry sowieso, die drei, Hermine, da wäre es mir eigentlich relativ wurscht. Du bist im Thema, merkt man. Ja, wir müssen mal ein Quiz mit dir machen. Ja, stark ist richtig stark. Da. Ja? Mit wem habe ich das gesehen hier? Mit Evans von den Buccaneers. Dem haben sie irgendwie 10 Harry Potter-Fragen gestellt, wo du so... Ja, das habe ich auch gesehen. Aber ja, wie gesagt, mich interessiert es richtig. Jetzt muss ich mir das Ding holen. 20. Welches ist aktuell dein Lieblingslied? Boah, ganz schwierig. Jetzt schaue ich mal kurz auf mein Handy. Ich habe so viele... Mein aktuelles Lieblingslied ist schwierig.
Ich habe kein richtiges Lieblingslied. Ich kann dir sagen, Drake ist ganz vorne dabei, Chris Brown. Aber wenn du jetzt ins Auto steigen würdest und ein Lied anmachst, welches wär's? Nee, wir nehmen einfach mal den Klassiker, Virginia Beach von Drake. Du bist übrigens der Erste, der für die Fragen nicht nach vorne läuft. Du hast wahrscheinlich mit Abstand die besten Augen in der Mannschaft. Die mussten alle ungefähr so an die Fragen ranlaufen. Ist schon schwierig. Also wenn du von hier vorlaufen musst, dann hast du ein Problem, glaube ich. Ich gebe das weiter. Nehmen wir? Sag mal eine Zahl. 16. Fast. Das ist knapp. Wie geht es dir? Mir geht's richtig gut. Vielen Dank der Nachfrage. Du gerne. 16. Hammer. Wer aus der Mannschaft könnte auch in einer anderen Sportart Profi sein und in welcher? Jens Day auf gar keinen Fall im Billard. Nee, der hat sich hier auch schon im Darts-Interview als Handballer ins Spiel gebracht. Ja, klar. Ich würde einfach sagen, auf die Schnelle, Mitch wäre ein guter, gut ist übertrieben, wäre, glaube ich, ein Quarterback, ein ordentlicher. Aber stopp, einer, der wirft, einer, der läuft, oder was müssten wir uns da vorstellen, so qualitativ? Nee, also ich glaube, laufen wäre es dann relativ schwierig, obwohl macht das schon okay. Aber er wirft gut, er wirft wirklich gut. So ein Summer Holmes. Nicht ach so, viel. Ja. Mahomes ist natürlich der Chef da in dem, aber der läuft ja auch nicht so wahnsinnig viel. Also jetzt kein Lamar Jackson oder so. Die haben wir schon gehabt. Jetzt seid ihr dran. Ja, dann nehme ich jetzt die 16, weil ich Angst habe, dass du sie nicht triffst. Was sind deine größten Modesünden? Kennst du meinen Anzug noch, den ich anhatte? Ich habe gehofft, dass du den erwähnst, wenn ich ehrlich bin. Du meinst der war schon ein bisschen Haram, wenn man das sagen darf. Das Schlimme ist, den können wir wieder nicht einblenden, weil da steht so oft der Ausrüster drauf, den wir nicht haben. Ja, das stimmt. Aber wir haben da mal ein Video zu gemacht, hast du das gesehen? Ja, natürlich habe ich das gesehen. Das war lustig, muss ich ehrlich sagen. Wir wollen ja jetzt keine Schleichwerbung machen. Aber ey, Friedel, was ist mit dir? Ja, würde ich so jetzt nicht mehr, glaube ich, anziehen. Aber siehst du, das hat Wellen geschlagen, war doch auch okay. Voll. Gehen wir mal rechts rüber. 6. Was war dein letzter Fehlkauf? Jetzt sag nicht der Anzug. Nee. Mein letzter Fehlkauf war. Ja, vor kurzem. Ich habe mir stinknormale so Baggy-Hose bestellt, aber in 34 Nummern zu groß, glaube ich. Und die hängt immer noch an meinem Stuhl. Und jetzt ist meine Freundin da, die wird die hoffentlich bald mal zurückschicken wieder. Aber das war schon richtig verkackt von mir. 4. Welchen Tipp würdest du jemandem geben, der Profi werden möchte? Schwierig. Als allererstes, vor allem in jungen Jahren, glaube ich, ist das Wichtigste, Spaß zu haben. Das ist mit Abstand das Wichtigste. Und umso älter du wirst, natürlich gibt es auch viele Sachen, worauf du verzichten musst. Das aber für dich kein Zwang sein sollte, sondern du das gerne machen sollst, aus dem Grund, weil du ein Ziel vor Augen hast. Dem musst du dann nachgehen. Wie gesagt, da gibt es auch oft Situationen, wo du als Einziger dann halt darauf verzichtest. Aber Spaß und Verzicht sind schon, glaube ich, die wichtigsten Sachen. Noch dazu würde ich nehmen, ja, einfach den Willen und die Einstellung. Die brauchst du und die musst du an den Tag legen. Und es läuft nicht immer alles nach Plan. Und einfach das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Jetzt war der letzte Pfeil. Du hast irgendwie das Bullseye jetzt noch gar nicht so. Also es ist schön, dass du Fragen beantworten möchtest. Ja, ich war da voll im Flow. Das ist super, aber jetzt fürs Letzte noch mal irgendwie eine Ansage, wo der hin soll. Triple 20 oder so. Ja, ich gehe auf die Triple 20. Ich probier's. Darfst du dir auch eine Frage aussuchen dann? Ja, das ist ja cool. Ja, nee. Was muss jetzt? Also das habe ich ja jetzt schon. Ach, jetzt darf ich wieder. Cool. Aber was nehmen wir denn da zum Abschluss? Ah, das ist doch eine schöne Frage jetzt zu dazu. Was ist denn hier die 17, würde ich nehmen? Ich habe schon gedacht. Ich hatte mal einen 140er mit dem Papa zusammen bei mir zu Hause, weil ich habe auch eine Dartscheibe. Wie man sieht, passiert es sehr selten. Aber tatsächlich hatte ich eine 140 mal. Aber das ist auch das höchste der Gefühle. Also wenn ich einen guten Wurf habe, treffen wir die Triple 20 und
Ja, also so 140 ist schon mein Highlight gewesen. Guckst du Darts-WM? Ja, schaue ich. Ich wollte auch jetzt in London gehen, habe es leider nicht geschafft. Ist schon geil. Ich glaube, macht richtig Bock dort. Stimmung, es muss unfassbar sein. Deshalb im dritten ist morgen das Finale, glaube ich, gell? Ja, ja, das werde ich mir sicher auch anschauen. Du darfst jetzt tatsächlich doch noch einen Pfeil werfen, weil du darfst noch entscheiden, wer der Nächste sein darf. Wen wollen wir denn? Ja, das ist die Frage. Oder lass mal einfach das. Nee, ich finde schon besser, wenn du sagst, wen ich getroffen. Ich würde sehr gerne die Nummer 18 treffen, weil das wäre der Grosso. Und den will ich hier sehen. Chris, du bist dran. Möchtest du ihm noch eine Frage mit auf den Weg geben, die wir in die den 20 Fragen einbauen? Ja. Ich würde ihm keine Frage stellen, ich würde ihm gerne etwas mit auf den Weg geben. Geht das auch? Hinweise immer toll. Mich würde es mal freuen, wenn auch er derjenige wäre, der einen Espresso macht. Weil er ist immer derjenige, der mich fragt, ob ich ihm einen machen kann. Und das könnte er als neuen Vorsatz fürs neue Jahr mitnehmen. Chris, ich würde mich freuen, wenn du mal einen Espresso machst. Dankeschön. Wir erweitern einfach hier die Liste. Bei Scheibe verfehlt ist nicht nur zwei Fragen aussuchen, sondern auch noch Marco das ganze Jahr lang Espresso machen. Oder einfach schon mal einmal in der Woche würde mir schon reichen. Wäre cool, weil Starki bringt ihn mir auch ein. Ich mache ihn dann auch noch ein. Deshalb wäre es cool, wenn er mir mal auch einen machen könnte. Dankeschön.